Hey Leute, ich weiß, wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen, gelesen, gesprochen. Deshalb wollte ich mal so ein kleines Informationsfragevideo machen. So, ich informiere euch und stelle euch ja Fragen, weil Information ist, ich versuche jetzt wieder ein bisschen mehr Content für YouTube zu machen, weil ja. Ist jetzt lange, lange, lange her, dass ich mal was gemacht habe. Werde jetzt wahrscheinlich auch mehr weggehen davon, so Videos zu machen wie vorher, so wo ich Minecraft nur gespielt habe und mich dann unterhalten habe mit mir selbst oder wenn ich irgendjemanden da hatte. Und eher so in die Szene hin, Real Talks. Ich suche Themen und unterhalte mich darüber. Deshalb Frage an euch. Habt ihr irgendwelchen Content, den ihr gerne sehen würdet? Oder habt ihr Fragen? Dann fragt ihr in die Kommentare unten rein. Stellt mir diese Fragen. Dann habe ich Sachen, wo ich mir fürs nächste Video Sachen rauspicken kann. Und ja, dann kann ich auch gucken, vielleicht mache ich öfters mal irgendwelche Videos in irgendwelche Richtungen. Wie zum Beispiel, ich habe, glaube ich, irgendwo noch Material von irgendwelchen Festivals und so weiter. Das könnte ich auch hochladen. Wäre jetzt halt nun, glaube ich, ein bisschen älter. Und ja, deshalb Frage an euch, wie gesagt, wärt ihr mehr für so Real Talk Sachen? Weil für Real Talk habe ich, weil hier ist, kann ich ja leider mit dem Handy, vom Handy aus nicht live gehen. Deshalb habe ich dann ja noch so Sachen wie Twitch, auch Eve Energy und TikTok, auch Eve Energy. Also ganz leicht zu finden, wirklich leicht. Und zur Not, falls man einfach nur mal labern will, habe ich zum Beispiel auch, also ich selbst persönlich nicht, aber von Freunden Discord und Teamspeak. Oder wenn ihr irgendwie mal labern wollt oder ihr habt irgendwie Kommentare, die ihr halt eher sprachlich ausgeben wollt und so weiter, dann haut halt den Discord oder den Teamspeak Adresse raus und dann könnte man sich da unterhalten und vielleicht findet man auch zusammen, so dass man zum Beispiel auch nicht alleine Videos machen kann. Weil zum Beispiel habe ich auch vor, Anfang August auf die Animagic zu gehen in Mannheim. Dort könnte man Fotos für Instagram oder Videos für YouTube, TikTok, Facebook machen oder auch Instagram. Und könnte sich jetzt zum Beispiel auch vorher absprechen. Das heißt, wenn du mein Video siehst. Du kennst Leute, die zum Beispiel zu Animagic gehen, würden gerne dort Fotos gemacht haben und würden diese Fotos auch. Und du kennst zum Beispiel meinen Instagram-Kanal oder meinen Facebook-Kanal und findest, die Videos, Fotos und so weiter sind ja alle nicht mal schlecht. Und du kennst halt, wie gesagt, Leute, die da hingehen und gerne Fotos hätten. Ey, schreib dem an. Oder teilst das Video. Ja, das wäre so das Erste, was mir so einfallen würde. Nee, auf jeden Fall. So viel würde ich sagen zu dem Video. Ja, ich weiß, immer noch Real Talk und Real Talk bedeutet, es wird nicht geschnitten. Deshalb, wenn ich Fehler mache, sind diese Fehler auch in diesem Video drin. Bin ich noch so ein bisschen alte Schule. Ich weiß, da kommen dann garantiert irgendwelche Kommentare drunter, so, alte Schule, trotzdem kann man aber doch ein bisschen schneiden. Nein. Man denkt sich vorher so ein bisschen den Scheiß aus und versucht den groben Schnitzer, die man sonst rausschneiden würde, einfach zu vermeiden. Oder man lässt sie drin, weil vielleicht kommen ja dadurch auch Witze zusammen. Auf jeden Fall, um es nochmal zu erwähnen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn irgendwie Content unten in die Kommentare reinkommt,
Was für Ideen habt ihr? Was könnte man so alles noch für Videos machen? Ich bin eigentlich offen für alles. Und wie gesagt, wenn ihr euch so den Schweinehund überwinden könnt, guckt doch mal auf Twitch vorbei oder auf Instagram oder in Facebook oder, falls ihr es haben solltet, TikTok. Ganz eigentlich ein bisschen verpönte Plattform, die aber ab und an auch eigentlich ziemlich witzig sein können. Auf jeden Fall, das war's jetzt so, glaube ich, erstmal fürs erste Mal wieder. Ich weiß jetzt nicht, wann genau alles Videos erscheinen werden. Wird wahrscheinlich nicht regelmäßig erstmal sein. Muss ich erstmal wieder so in Fahrt kommen. Aber es wird irgendwann demnächst halt auch wieder kommen. Mehr Content. Was für Content, muss ich halt noch gucken. Deshalb, ich hoffe, fürs erste Video nach langer, langer Zeit hat euch mal wieder gefallen. Und ich hoffe mal, dass ihr auch wieder öfters reinschaut oder auch auf den anderen Plattformen reinschaut. Deshalb reingehauen, auf Wiederschauen. Tschö mit Ö. Bye bye.